Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in Oberstdorf unterwegs und wir machen eine Runde durch das Eutal. Die Strecke ist 10,5 Kilometer lang und führt uns über 185 Höhenmeter. Und wie ihr sehen könnt, haben wir Begleitung von dem lieben Robby dabei und natürlich auch die Gina. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke so ist, dann kommt sie am besten einfach mit. Wir sind jetzt beim Eutalhaus und kommen zum Zwischenfazit. Also die Panoramen hier, die sind wirklich wunderschön. Von der Strecke her geht es überwiegend über Asphalt, aber das ist einfach durch das Panorama auch wieder ausgeglichen. Und wir haben hier ja die perfekte Begleitung. Also wir kriegen jetzt alle Namen von den Bergen nochmal erklärt. Das kriegen wir nämlich immer nicht hin. Welcher Berg ist jetzt welcher? Da haben wir natürlich auch den Experten dabei. Genau, also es ist wirklich der optimale Abendspaziergang. Wir haben heute ein paar Stunden am Mittag abgewartet, bis jetzt heute Abend wieder die Sonne rausgekommen ist. Und jetzt gerade wunderbar bei diesen etwas kühleren Temperaturen hier durch das Eutal zu gehen, ist wirklich wunderbar. Und Froni sagt ja schon, die Panoramen mit den ganzen Erklärungen vom Robby, das ist wirklich optimal. Und die süße Gina, die geht natürlich auch tapfer mit, ne? Jetzt haben wir gerade noch versucht, einen Blick auf den Wasserfall zu werfen, der jetzt leider kein Wassermoment führt. Dafür war es jetzt einfach die letzten Tage zu trocken. Aber man muss trotzdem sagen, ihr hört es ja vielleicht auch im Hintergrund, sind jetzt auch gerade an einem kleinen Bach. Da gibt es auch so ein paar kleinere Kaskaden. Das heißt, also ist so eine kleine Entschädigung für uns. Und wir müssen mal auf die Uhr schauen. Vielleicht schaffen wir es nachher sogar noch zum Abendessen pünktlich. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch einen Schnitzel abkriegen, ne, Robby? Genau. Gut, dann machen wir uns jetzt auf die zweite Hälfte.
Wir sind am Ende der Wanderung und kommen zum Fazit. Es ist eine leicht zu gehende Wanderung, bei der man auch nicht unbedingt festes Schuhwerk benötigt. Die Strecke ist zu zwei geteilt. In der ersten Hälfte überwiegen die Panoramablicke mit den Bergen und in der anderen Hälfte geht es durch eine Schlucht hindurch und am Wasser entlang. Da gibt es auch mehr Bäume und es ist schattiger. Ja, wir hätten einige Tipps für euch. Zum Beispiel zunächst mal, dass ihr die Runde andersherum geht. Dann habt ihr zuerst die Bergpanoramen und zum Schluss die Eubachtalschlucht. Dann hättet ihr noch die Möglichkeit, anstatt eine Eubele-Hütte zu parken, dass ihr euch einen anderen Parkplatz sucht, denn hier ist der Parkplatz doch relativ teuer. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Eutalhaus einzukehren auf der Mitte des Weges. Und wenn ihr euch zum Schluss vielleicht so ein bisschen den Weg noch sparen möchtet und noch mehr, mehr mit dem Roller fahren möchtet, dann könnt ihr euch auch die Eutal-Roller mieten und damit hier quasi ins Ziel rollen. Genau, Negatives gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Es war am Anfang auf der Strecke doch recht viel los, also da muss man gucken, wann man diese Strecke geht. Und dann gibt es natürlich überwiegend Asphalt, aber das kann natürlich auch ein Vorteil sein, das kommt eben darauf an, was man möchte. Ja, wir würden sagen, es gibt zwei große Highlights hier auf dieser Strecke. Auf der ersten Hälfte sind das natürlich die tollen Bergpanoramen, die man hier ringsherum hat. Und auf der zweiten Streckenhälfte ist es die tolle Schlucht mit dem wilden Eubach. Die hat uns auch richtig gut gefallen. Deswegen bekommt die Strecke unter dem Strich 8 von 10 Punkten. Ja, an dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch bedanken beim Robby. Das hat wirklich besonders Spaß gemacht. Gern geschehen. Also, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Freut mich. Genau, also das ist dann nochmal doppelt gut gewesen. Ja. Und wer ihn noch nicht kennt, also wir verlinken ihn auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Also schaut auf jeden Fall mal bei Tech Classy beim Robby rein. Freut mich. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren.